Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist das Bike fast umgefallen? Ich habe gestern meine Räder sozusagen auf Sommerreifen umgerüstet. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder die Maxis drauf, ne? Und zwar den Minion DHR2 vorne und hinten musste ich ausgleichen, weil der andere Minion ist kaputt. Und jetzt ist da ein High Roller. Mal auf die andere Seite gehen. High Roller 2. Ja. Tubeless ready, bla bla bla. Ja, und zwar geht es um das Thema, die Reifenwahl fürs Enduro-Rennen. Letztes Jahr bin ich mit den Reifen gefahren, auch noch in Leogang und so, und habe keinen Unterschied gemerkt. Aber gestern, nachdem ich das auf Tubeless umgerüstet habe, habe ich schon gemerkt, da ist ein kleiner Unterschied irgendwie. Und dann dachte ich, heute muss ich das unbedingt auf den Trails testen. Und dann nehme ich euch heute mit. Und wir schauen uns das Ganze mal an, gebe euch nachher Feedback. Ja, Leute, wir sind gerade mal dabei, ganz hoch zu radeln. Und ich muss sagen, ja, das ist mit E-Bike schon geiler, ne? Also ich bin halt viel schneller oben. Ich habe das gerade auf meinen Home Trails total vergessen. Ja, wie lange man einfach hochfahren muss, bis man dann runterfahren kann. Und dann überlegt man sich das natürlich immer dreimal, ob man nochmal runterfährt. Oder welchen Trail man fahren will. Ausdauer ist jetzt nicht Katastrophe oder so. Obwohl mein Ausdauertraining ein bisschen vernachlässigt wurde tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob dieses Enduro-Rennen wirklich das Ding wird, was ich so feiern werde. Weil so richtig anfreunden damit kann ich mich einfach nicht. Ich kann es ja mal kaum erwarten, dass ich oben bin, dann runterfahren kann. Das ist das Ding. Naja, bis gleich. Ich bin da auf dem Sand gerade auf jeden Fall gerutscht. Ich kann eigentlich noch einmal hochtreten. Ich fahre jetzt aber diesen einen anderen Trail, der so ein bisschen flowiger ist, weniger Lauf. Ich bin das nicht mehr gewohnt, den Dämpfer aufzumachen, Alter. Geil. Das geht halt einfach nur mit dem Torque so easy. Ah, geil! Also das ging echt jetzt richtig gut. Ich überlege, ob ich hinten den Trail noch fahren will. Aber dann ist halt richtig steil hoch, ne? Egal, kleines Training. Einen Trail nehmen wir noch mit. Also Leute,
rollen, tut das Ganze natürlich schon gut. Also gerade bergauf merke ich auf jeden Fall einen Unterschied. Ich merke auch, dass die Reifen leichter sind. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe mich jetzt nicht wirklich unsicherer gefühlt. Ich habe nur gemerkt, wenn der Boden so richtig loose wurde, dann war es nicht so geil. Aber nicht zu viel, weil letztes Mal war unten drunter. Da ist so ein komisches, wie sagt man, ja, so eine Rille, da schlägt man so ein. Ach, jetzt geht's gut. Mitnehmen, Schwung. Yes. Ah. Sehr gut, sehr gut. Das lief ja wie am Schnürchen. So, jetzt haben wir noch den einen Schlusstrail, wo gleich dann ja, sandig wird. Mal gucken, wie es da ist. Sonst jetzt, bisher, wisst ihr darauf, dass ich immer noch den Schlag vorne im Reifen habe. Eigentlich alles okay. Leute, jetzt am Rückweg, Sonne geht gleich runter, richtig schön und kurz Feedback, also eigentlich fand ich das mit den Reifen jetzt ganz cool, das Einzige, was mich stört, ist, dass der vorne halt eiert, ja, und ich mache mir Sorgen vielleicht, dass die Karkasse irgendwie während dem Brennen oder so kaputt geht, weil die ja dann scheinbar nicht so stark ist, weil die Schaltung springt auch, aber Leute, das Talk, ne? Echt ein paar Schäden schon. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr für Reifen empfehlen würdet. Für so ein Rennen würde mich mega interessieren und mir weiterhelfen. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.